viel, viel Wald und Seen. Und also das war wunderschön im Sommer da. Im Winter auch. Konntest du gucken, wer abends zum Besuch kommt, ne? Aber im Sommer war viel Blüten und Blumen und also nicht gepflanzte, sondern Natur. Also Ostpreußen, das waren viel Flüsse und sowas. Und wir hatten auch einen Hund, mit dem war ich immer unterwegs. Wenn die Bauern, die Kleinbauern oder Nachbarn Ärger hatten miteinander, dann sind sie zum Schipperheit. Schipperheit wusste alles, ne? Der war sehr angesehen, wollen wir mal so sagen, und hat gedacht, die Russen würden ihn in Ruhe lassen. Und dann mit der Flucht, ich habe nur mitgekriegt, dass wir auf dem Wagen saßen, dass die mich eingepackt haben, hinten draufgelegt und dann sind wir los und weiter. Und dann weiß ich noch, dass da so viel, was Ostpreußen hat, sind viele diese hohen Bäume und die gehen da oben über der Straße alle zusammen. Habe ich herumgeguckt und da habe ich gesehen, war ja Winter, habe ich schon gesagt, 45 Grad Kälte. Und da habe ich die Toten gesehen, die da rechts und links an der Straße lagen, die konnten es ja nicht verbuddeln. Und da habe ich mich erschreckt, ne? Und da habe ich gesagt, ich will nicht sterben. Jedenfalls sind wir dann noch mit dem letzten Schiff rausgekommen, aber ich weiß nicht, wo das war. Das war ein Stück weg und sind dann auf dem Schiff gewesen. Ja, sicher hatte man Angst. Weil sie nicht wussten, die Gustloff war schon abgeschossen worden. Sie hatte eine Schwester da, die ist auf der Gustloff umgekommen. Noch eine Schwester, die auch. Und die Kinder von denen und die Männer waren ja im Krieg, ne? Da war kein Mann dabei von denen. Und weil das kein weiter Weg nach Dänemark rüber war, vielleicht nur 8, 9 Stunden, ich weiß es nicht. Viele waren seekrank da. Und wie wir runterkamen von dem Schiff, da sind wir nach Aalborg, hieß das, wo wir waren. Da waren so Baracken, alle so lang. Und der Schipperheit hat sich da so bekannt gemacht, irgendwie. Dann hat er die Essensausgabe gekriegt. Da haben wir immer gut zu essen gehabt. Es waren unheimlich viele Menschen da, auch alles Flüchtlinge. Und was Ostpreußen noch war, das war die Kornkammer Europas. Wir haben da oben so viel Korn gebaut, da war ja auch so viel Landwirtschaft. Und das ist alles zerstört, ist nichts mehr da. Nur noch Trümmer.